Ja. Stopp! Genau da! Aus. Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Bitte was? Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Was für ein Angriff? Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Ja, auf dich selbst zu bemitleiden. Ich habe auch jemanden verloren. Es wird leichter. Eigentlich müsste man den hier nehmen, aber... Ich, habe auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht? Ja, wie kommt das? Ja, was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ich hätte sagen sollen, er soll sich zusammenreißen. Ich wollte... Normalerweise ist es immer ein Ding. So, ein bisschen Arsch treten, so reiß dich zusammen. Also ist natürlich doof, aber ich dachte, jetzt zeige ich mal ein bisschen so... naja. Aber andererseits ist ja auch blöd. Ja. Meine blöde Aussage eigentlich. Aber wir haben das noch niemandem erzählt. Noch niemandem. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben. Auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay. Dann komm. Gut, dann folgen wir dem besoffenen Hauptmann mal. Wir hätten dem etwas sagen sollen. Reiß dich zusammen. Ärgert mich jetzt. Ärgert mich jetzt. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Das macht's bestimmt besser. Kann ich nicht jetzt sagen, reiß dich zusammen? Das Mädchen. Ist sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Halt's Maul. Ich glaub, es geht los. Rache für Ersa! Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken?
Blut für Blut. Rache für Ersa. Wie lange noch will er Vaas sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Du alter Tölpel. Prächtige Verzierungen hier überall, mein lieber Scholli. Das wird alles nicht sehr billig gewesen sein. Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Braucht man denn so viel Platz? Ja, das habe ich doch gerade gemacht. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Okay, hier ist eine Falltür. Begutachten. Machen wir gleich. Ich wollte mich aber oben nochmal umsehen. Ich weiß, das ist eine Falltür, aber falls wir oben noch was scannen können oder so. Der wird ja wahrscheinlich nichts Verdächtiges hier rumliegen haben. Wenn er unten eine Falltür hat, wird er natürlich dafür sorgen, dass alles brav unten ist. Alles klar. Aber hier oben ist noch was. Familienporträt. Gewebter Stoff mit Ocker und Insektenpigmenten bemalt, zeigt einer Familie. Ist er das? Mit Frau und Kind vielleicht? Ich weiß nicht genau. So, sonst ist ja nix. Zumindest finde ich kurzfristig nix. Und ich bin neugierig, was sich hier drunter verbirgt. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Finde einen Weg, die Luke aufzubrechen. Ah, alles klar. Schwere Abdeckung, meisterhaft gearbeitet und verstärkt. Musik ist auch top. Also ernsthaft. Wenn wir da oben das Familienporträt haben. Hä? Wir haben gerade einen Luke und einen Teppich gefunden. Wie kann ich denn da lass gut sein? Jetzt kann ich es untersuchen, alles klar. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Von Olins Familie zu sein. Alles klar. Ach, da geht's ja noch hoch. Das heißt, hier oben ist vielleicht irgendwo der Schlüssel. Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Okay, ja, also das ist jetzt, also ganz ehrlich, ja, ernsthaft, also was. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Nur ein kleiner Schubser. So ein Zufall, dass er da oben, und da ist die Luke, also das ist ja, also da hätte ich lieber einen Schlüssel gefunden. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Wir machen den Teppich drüber, dann sieht man das nicht mehr. Ist, glaube ich, gerade Nacht geworden. Ja, na dann.
Wer hat das denn hier ausgearbeitet? Das machst du ja auch nicht mal einfach so. Das ist ein richtiges Dungeon hier unten. Siehst du nicht nach, was da unten ist? Ich bin gerade dabei. Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauche keine Predigt. Doch, genau, die brauchst du. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Hat Olin dich je eingeladen? Nein. Ich habe ihn mal bis zur Tür gebracht, als er es nicht allein geschafft hat. Wir hatten da echt viel Intus, aber ich vertrag das. Eigentlich. Nein. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Speer für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun. Das kann ich beschwören. Na, darum ging's nicht. Ich sehe mich um. Oder darum sind wir hier. Gut. Haben wir schon was? Olins Tagebuch. Warum haben so Leute immer ein Tagebuch? Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Warum führen Ganoven immer Tagebuch? Das sind Angriffsziele, nehme ich an. Karte, zweidimensionale Darstellung, eingeritzte Richtungsangaben, Umsetzung geografischer Daten. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Da kommt noch eine Quest. Ganz kurze Frage. Was ist das denn? Banuk-Figur, altes Gefäß. Ah, so. Ach, cool. Das haben wir jetzt hier überall. Haben wir schon was übersehen? Nee. Doch, da. Panorama, Fragezeichen. Oh nein, da hinten. Und hier auch. Panorama. Panorama, Panorama. Da müssen wir jetzt überall alles nochmal ablaufen. Tut mir leid. Und hier, guck mal, da haben wir noch was. Ich wollte ganz kurz gucken. Wenn das die Karte ist, die er aufgezeichnet hat. Langhals, Langhals. So, waren wir da drüben eigentlich? Waren wir da? Wir müssen eh nochmal hin, wie ich das gerade sehe. Oh Gott. Wir haben so viele Panoramen und alles übersehen. Bannungsfigur. So, wir haben hier zwei Langhälse vor dieser komischen Enge. Die Enge ist da. Ein Langhals dort. Ich dachte, vielleicht will er die Langhälse abscannen. Na, was ist er denn da? Eine Nachricht. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Alles klar. Ein Motiv. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Rede mit Arend. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller.
Warte, wenn das Gerät Verborgenes enthüllt. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus, nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Das Feld der Gefallenen. Hui, Stufe 19, interessant. Die Stadt der Sonne Stufe 12. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte. Vielleicht machen wir erstmal das. Wo wir da gerade offenbar ein bisschen hinterher hinken. Habe ich das Gefühl, so levelmäßig hinken wir gerade ein bisschen. Also, ne, wir hinken nicht hinterher, sondern wir sind unserer Zeit voraus, sozusagen. Wahrscheinlich, weil wir die ganzen Nebenaufgaben gemacht haben. Wie viele brauchen Sie denn? Was ist denn hier los? Wo kommt die Musik her? Wissbegieriger was? Palast. Achso, handle mit. Mit der Musik rechnet man hier nicht unbedingt. Aber wie geil ich das finde, dass die sich ausgerechnet für diese Musik hier entschieden haben. Bei der Entwicklung, meine ich. Das finde ich irgendwie total geil. Das hört sich an wie so ein Christenchor. Und damit rechnet man hier ja irgendwie nicht. Da hinten ist was. Hier auch. Boah, wie cool. Das Soundtrack von dem Spiel ist auch so Hammer einfach. Das ist vielleicht... Ist das gerade eine Andacht oder so vielleicht? Zumindest wissen wir jetzt, warum die Wachen immer stramm stehen. Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Ich würde gerne wissen, wo der Gesang herkommt. Mist. Das war nichts. Ich würde echt gerne wissen, wo der Gesang herkommt. Ich finde den irgendwie cool. Weiß nicht warum. So, ich gehe mal nach oben. Ich gehe mal nach... Geh weiter. Ja. Ich würde gerne... Wie komme ich denn nach oben, wo die Quest auf mich wartet, Mann? Ich hörte, dass König Avard Angst davor hat. Wir haben mehrere Quests, aber alle sind irgendwie oben. Da kommen wir zumindest hin. Der steht da an der Treppe. Kannst du mir helfen? Hättest du einen Moment? Jemand hat mein Haus ausgeraubt. Ja, was los? Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Mhm. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ne. Und wo bleibt denn da die Ehre? Erzähl mir mehr über den Raub. Und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Also gezielt. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauns. Mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Also sollen wir ihm das auch noch bringen, oder was? Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Oh, der klingt so traurig. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück.
Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay, das könnte wichtig sein. Die Reichen berauben. Untersuche den Tatort. Ja, ich würde gerne ins Haus kommen, um den Tatort zu untersuchen. Das ist der Diener. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Kennst du schon den mit dem Keiler, dem Graser und dem Sonnenpriester? Da ist das Fenster. Tropfen, die von hier wegführen. Okay, dann folgen wir dem Blut. Hier sehe ich... doch Blutstropfen, was tatsächlich. Sehen meine müden Augen da? Ich bin noch auf der richtigen Spur. Komm, unterhalten wir uns. Wie viel Blut der verliert einfach. Du musst doch ausgeblutet sein bei der langen Strecke. Junge, Junge, noch Junge. Mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Die Welt kann erst mal warten. Ich rede mit einem Zeugen. Na? Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einen Dieb Verbandszeug bezahlt. Die Treppe darunter. Welche mag das gewesen sein? Hier ist es sicher. Wenn der Wind ist, wird man von Maschinen... Hier ist sogar keine Treppe. Der sieht nicht aus wie ein Dieb. Mein Boss sagt, er hat letzte Woche wieder eine Karawane an die Maschinen verloren. Hier ist eine Treppe. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Das ist richtig. Aber spätestens dann müssen wir wieder eine neue Spur aufnehmen. Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier lang gerannt ist. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja. Er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Ach, jetzt hat sich die Kamera gedreht beim Gespräch. Gut, gut. Gucken wir mal. Hat er die Händlerin mit dem Schwert bezahlt? Das glaube ich nicht. Das wäre ja sinnlos gewesen. Trotzdem würde ich den Dieb gerne finden und zur Rede stellen. Einfach nur, damit das nicht normal macht. Wir müssen ja nicht verprügeln oder so. Ist das die Händlerin? Nein. Wo ist sie denn? Ach, hier. Hallo? Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Was? Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Offenbar kaufe ich das Schwert ab für Bedürftige und gebe dem Mann seinen Besitz zurück. So, warte. Ich hasse diese Diebstahl-Leute, das gibt's gar nicht. So, komme ich da durch?
Aufzug. Ach, cool. Lecker, lecker. Was liegt denn da drinnen? Die Schwarzen sehen alt aus, aber vielleicht müssen die so aussehen. Boah, wie lange dauert denn das mit dem Aufzug? Der Aufzug dauert 1000 Jahre, bis er da ist. Sag mal, wann kommt denn der endlich? Oh, es ist ein bisschen hoch. Okay, das mit dem Wasser ist schon sehr geil gemacht hier alles, auch mit der Stadt. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich wünsche schon, der Aufzug würde jetzt kommen. Das dauert wirklich viel zu lange. Da geht eine Kette runter. Gibt es hier mehrere Aufzüge oder was ist los? Also es gibt zwei Aufzüge, wie es aussieht, aber... Hey, jetzt geht das Gewicht wieder runter. Ich springe jetzt hier runter, dann bin ich schneller da. Müsste eigentlich gehen, wenn ich ins Wasser springe, müsste es eigentlich gehen. Das Problem ist nur, wie ich mein Glück kenne, werde ich überlanden, nur nicht im Wasser. Ich wünsche aber einfach ein größeres Wasserbecken, dann könnte ich ja direkt rein. Oh, na endlich. Um Gottes Willen. Also erstmal, da stand Aufzug benutzen, habe ich aufs Dingens gedrückt, aber wahrscheinlich nicht pünktlich genug, da war es schon wieder weg. Hey, Lagerfeuer. Das macht immer die am meisten Ärger, bei denen man es am wenigsten erwartet. Ja, ist schon cool gemacht. Hat zwar 30 Jahre gedauert, aber schon sehr, sehr geil gemacht. Und hier ist es wirklich riesengroß. Das war die nächste Nebenaufgabe. Aber ich will erstmal diese abschließen. Das hier ist Kaja-Gebiet, Fremde. Gut, dass du mich darauf hinweist. Königliche Maislande, heilige Scheiße, wie riesig ist denn hier alles? Bei der Mühle. Hier ist wirklich alles sehr, sehr riesig. Ganz ehrlich, wenn diese Stadt mit jemandem in Krieg zieht, mit dem vorherigen König zum Beispiel, bei dieser Macht, bei dieser Stärke, da wäre aber nicht viel übrig gewesen vom Nora-Gebiet. Krieger hin oder her, das waren dann so, wie viele Leute sind denn das da? 20, 30? Da bleibt nicht viel übrig. So, ich glaube, hier müssen wir hin, ne, zu dem Ding. Da ist die Mühle. Na, ich bin gespannt. Rede mit Kindef. Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Wertgegenstände sammeln. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Klar, da ist ja auch egal, was man wo holt. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es.
Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten. In ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Das heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Ach. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen. Du willst gar nicht wissen, was sie getan haben. Mhm, mhm.